Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Hier ist der Alex und ich melde mich mit einem neuen Desura-Spiel. Vega Strike heißt das Ganze. Upon the Coldest Sea. Sieht irgendwie ein bisschen space-mäßig aus, Alter. Ne? Ich wollte mir so ein bisschen mit den englischen Begriffen hier durchdrehen. Ja, ein bisschen weltraumartig. Ist auf Englisch. Einstellungen gibt es keine. Man kann hier jetzt wählen zwischen Kampagne, Spiel laden, Multiplayer, Einführung, Credits und austreten. Beenden. Wie auch immer. So, und ich würde sagen, wir machen einfach mal Introduction. Ja, das ist jetzt, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich lesen will, ne? Ich habe jetzt wirklich nicht gesagt, dass ich lesen will. Das ist mir jetzt, nee. Das ist ein bisschen viel. An Geschriebs. Dann mache ich eben Kampagne. Jackal, created by Oblivion. Konzept 090808 Vega Strike. Okay, jetzt wird hier geladen und generated. Dynamic Universe. Aha. Also ein schöner Ladescreen ist auf jeden Fall eingebaut. Dann hier Fraternal War. Was ist das alles? Loading. Jetzt macht er PNGs laden. Bilder. Logos. Es kam ein Blink. Okay. Aha. Ich habe jetzt ernsthaft einen Raum. Fliegen mit dem Teil. Das ist ja noch cooler. Hallo? Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Hallo? Was soll denn der Scheiß? Gut. Warum bewegt er sich denn? Okay, sollte ich jetzt dieses Schiff abschießen oder was? Ich habe nicht so richtig Ahnung. Ich weiß nicht so, was ich jetzt davon halten soll.
mal eine. Nicht mal irgendwie Optionen oder irgendwas. Kann ich denn auch fliegen? Nein, du sollst da runterzielen. Hallo! Hallo! So richtig vor uns habe ich sie abgeschossen. Ich habe noch Raketen, aber was, wie mache ich die Raketen? Also ich bin von den Fähigkeiten so begeistert, vielleicht merke ich auch einfach nicht, was für ein großes Potenzial das Spiel hat. Aber für mich hat es zurzeit kein Potenzial. Weil ich es nicht verstehe, was das hier soll. Ja, da hinten. Hinter der Erde. Kann ich jetzt hier auch irgendwie fliegen oder so? Nö, kann ich nicht. Das kriege ich nicht hin. Gut, ich kann euch jetzt von diesem Spiel nicht gerade viel sagen. Ich will ja auch Games Let's Playen und dann am Ende sagen können, nee, das Spiel ist jetzt überhaupt nicht so meins und ich würde es auch euch nicht empfehlen. Und das wäre zum Beispiel so eins. Und ja, es heißt halt, jetzt habe ich sogar den Namen vergessen. Ja, Vega Strike heißt das. Ist halt irgendwie nicht so richtig gut gelungen. Oder ich merke einfach nicht, dass es gut gelungen ist. Wenn denn schon, müsste man mich davon überzeugen, dass das ein gutes Spiel ist. Es ist auf jeden Fall für mich nicht so richtig geeignet. Ich anscheinend kann man hier auch mal ein paar Schiffe demolieren. Und dir mal sagen, fliege ich jetzt woran oder was? Was ist das? Hallo. Das bringt mir jetzt ein gutes Spiel, ne? Gut. Also ich verstehe es nicht, ich komme mit der Steuerung nicht klar, wenn man hier auch keine Steuerung aufgelistet hat. Man hat hier nicht so richtig Optionen, wo man was einsehen kann. Also wäre dieses Spiel für mich ein glatter Strike ins Jenseits. Das heißt, ich würde dieses Spiel deempfehlen. Ja, das war's soweit von mir. Ich würde jetzt Q für Quit.